Das ist Lehrer gewesen, nichts erfahrener. So, was versteckt sich hier? Hammer. Okay, das ist ein Gegengift, was nichts mehr ist. Frostriesenstärke. Das ist ein Kriegshammer plus 1. Noch ein Stab des Feuers. Von denen haben wir eh zu viele. Ich behalte ganz ehrlich mal nur die beiden mit der größten Ladung. Stab des Feuers. Froststab kann übrigens auch weg. Nehmen wir jetzt mal erstmal den magischen Geschossstab. Ja, unser Behälter ist mal wieder voll. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Also gut, hier sind wir fertig. Das heißt, wir können uns in dem Gebiet auch noch umsehen. Bevor wir dann weiter nach Norden gehen. Au. Jael Kalles? Mit Vergnügen. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Hier müssen wir jetzt auf Fallen aufpassen. Worum, wie ihr wünscht. Für, aber natürlich, Schätzchen. Bingo. Schön. Ja, mein, mit Vergnügen. Wie kann, wie ihr wünscht. Für euch tue ich alles. Mit Vergnügen. Und die Fallen zu sehen ist auch wieder schwierig. Wenn das euer Wunsch ist. Dabei hat Safada doch eigentlich einen ziemlich guten Fallen finden. Ja, 50 ist gar nicht so schlecht. Worum geht es dir? Ja, mein Schatz. Aber natürlich, Schätzchen. Ja, mein, wenn das euer Wunsch ist. Was für einen Trank könnten wir denn geben, was vorübergeht, das Fallen finden besser macht? Das würde nur 4 Minuten halten. Das würde 3 Stunden halten, macht aber Fallen finden nicht besser. Mariks Gegengift, Gegengifte. Trank der Hügelriesenstärke, Trank der Steinform. Na, Konzentrationstrank. Intelligenz. Wahrnehmungstrank. Ja, nimm mal einen Wahrnehmungstrank, Safana. Das ist schon besser.
Wie ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Schätzchen. Wann ist hier nächstes Level ab? In 7000, da gehen alle Punkte in Fallen finden. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz, mit Vergnügen. Ah ja, da ist das Buch, was ich gesucht habe. Weisheit plus 1, ja. Ein Feuerschutzring. Kannst gerne du nehmen. Schutzbombe gegen Säure. Worum? Ja. So, permanent deine Weisheit mehr. Wie kann ich helfen, wie ihr wünscht? Aber natürlich, Schätzchen. Noch mehr Tränke. Davon ist einer ein Unsichtbarkeitstrank sogar. Schnelligkeitsöl. Eine Schutzformel, die wir wieder identifizieren müssen. So. Oh, ist das ein Tag der Macht? Yay. Schutzformel gegen Magd. Ja, mit Vergnügen. So, dann fehlt nur noch diese Ecke hier. Dann haben wir hier alles erkundet. Okay, hier ist nur eine Sackgasse. Wahrscheinlich ein bisschen eingestürzt. Oh, Spinne. Ich hab keinen Bock zu reden. Worum geht es diesmal? Wie ihr wünscht. Für wenn das euer Wunsch ist. Dann gucken wir uns erst bei dem Gang hier noch um. Au. Okay, die eine Falle ist jetzt nicht schlimm. Ja? Wie kann ich helfen? Worum geht es diesmal? Okay, dann gucken wir uns erst hier um. Wie ihr wünscht. Wenn das euer Wunsch ist. Soll ich euch glauben, dass hier keine Falle an dem Sarg ist?
Hier ist tatsächlich keine Falle an dem Sarg. Okay. Ja? Wie ihr wünscht. Da müssen wir uns noch um den Sarg mit der zweiten Vasenspinne da kümmern. Sind wir in dem Teil wenigstens schon mal fertig. Komm, warum denn ich? Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mein Schatz, aber natürlich, Schätzchen. Okay, noch mehr Phasenspinnen. Aha. Worum geht, wie ihr wünscht. So, das hier wird wohl das Grab von Alondo sein. Oder Alondo, besser gesagt. Schön von Spinnen geschützt. Ja, warum habe ich gerade sagen wollen, ich glaube nicht, dass da keine Falle dran ist. Noch ein Handbuch. Ein Spitzbubenstein. Stärke permanent um 1 erhöhen und den kann ich nicht identifizieren. Schutzumhang 2. Ja, jetzt kriegt sie aber langsam echt Rüstung, du. Machen wir das anders. Du kriegst den. Den legen wir ab und du kriegst den. Okay. Dann hat Dort jetzt minus 6. Er hat nur minus 2, was sehr wenig ist. Ehrlich gesagt. Machen wir es doch so rum. Weil hier haben wir nur den Prinzenring. So mehrere. Prinzenringe, aber das war's auch schon. Sonst war nichts da drin, oder? Nein. Gut. Ja? Dann gehen wir jetzt in den nächsten Bereich und speichern dort mal. Zu fragen. Eigentlich hatte ich gehofft, in der Aufnahmesession aus Kerzenburg rauszukommen, aber durch das ganze ständige Neuladen von wegen, wir sind verhaftet. Oh, hi. Treppin. Ihr habt Dessa vergiftet und dann denken, dass ich diese Burg in den Händen wieder neuen lassen würde? Ha, Menschlein. Das wird kein schneller Tod. Wie ihr wünscht. Okay. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Gut. Aber hier gucken wir uns dann beim nächsten Mal um. Das wäre jetzt Let's Play 027. Speichern.
Und dann machen wir einen Cut. Bis gleich.